Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Mal gucken, ob die Vorschusslorbeeren nachher auch gerechtfertigt sind. Astrofotografie ist ja ein Medium, das zurzeit die Zeitungen, die Jahreskalender, die Bücher förmlich überflutet, weil es von den großen Teleskopen immer mehr Bilder gibt. Und von Hubble und jetzt die Gaia-Daten. Also eine Flut von, und vor allem auch in der Zukunft noch mehr, eine größere Flut von Bildern durch immer größer und technisch aufwendigere Teleskope, sodass man sich dann ernsthaft fragt, Mensch, was soll ich eigentlich als Amateur-Astrofotograf noch selber Bilder machen? Auf Dauer gesehen sind 3, 4 sehr teure Bildbände billiger wie das ganze Astro-Equipment und die durchgewachten Nächte. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig für uns von unserer Entwicklungsgeschichte her als Menschen, dass wir den Blick in die Unendlichkeit werfen können. Und so wie ja, das Erdbeereis immer noch am besten schmeckt, wenn man selber isst und mir niemand sagt, wie gut es eigentlich sein könnte, der es gegessen hat, aber ich habe es nun mal nicht gegessen und bekomme es jetzt halt nur von jemandem erzählt. Genauso ist es eigentlich auch in der Astrofotografie, nur das, was ich selber gemacht habe, zu dem habe ich ja letztlich auch eine Beziehung. Und nicht nur eine Beziehung zu meinen Geräten oder zu dem Sozialgefüge, in dem das stattfindet, weil Astrofotografie ja ein nächtliches Hobby ist. Und da muss man ja auch mal mit Menschen sprechen, mit denen man zusammen wohnt. Die wissen zwar in der Regel dann, okay, der Kerl hockt nicht in der Kneipe, er sitzt auf dem Balkon hinterm Fernrohr, das ist ja auch schon mal beruhigend. Aber letztendlich ist es doch so, dass nur das, was wir selber an uns erfahren haben, ja, für unsere eigene persönliche Entwicklung auch fruchtet. So wie auf diesem ganz alten Bild der Mann hier seinen Kopf durch die Sphären des damaligen Weltbildes steckt und einfach mehr wissen will. Natürlich haben wir tolle Teleskope, hier von der ESO auf dem Paranal. Aber ganz schön ist bei diesem Bild, dass dieser Mensch hier auf dem Gerüst selber die Milchstraße anguckt. Die Techniker liefen tolle Bilder, tolle Erkenntnisse, alles ganz wichtig, aber letztendlich will man es auch selber sehen. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob ich dann ja, den Mond vielleicht wie gestern Abend nahe bei Jupiter auf dem Bildschirm habe. Dieses Bild ist so um 11 rum entstanden. Oder hier sieht man dann auch gleich noch einen kleinen Strich hier, da hat sich noch was verewigt. Könnt ein kleiner Meteor gewesen sein oder vielleicht auch ein Satellit, der da durchgezischt ist und kurz aufgeblitzt hat. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich durch meine Fotografie zu den Dingen, zu den Objekten am Himmel, so wie gestern Abend, eine Beziehung bekomme. Das ist jetzt mit einem 200 mm Teleobjektiv aufgenommen. 10 Bilder auf den Mond, 10 Bilder auf den Jupiter mit unterschiedlicher Belichtungszeit. Sonst wäre der Mond nämlich knalleweiß. Der Jupiter wäre dann vielleicht so, wie er hier ist, aber möglicherweise überstrahlt. Deswegen 2 Belichtungszeiten bei diesem Bild. Und hier, wenn wir reinzoomen, sieht man sogar noch ein weiteres Sternchen hier. Solche Sachen machen dann eigentlich auch Spaß und man sieht, ey, die Planeten bewegen sich, der Mond bewegt sich. Vor allem in der Zeit, wo das hier passiert ist, ist der Mond ein kleines Stückchen weitergelaufen auf seiner Bahn. Also der Abstand zwischen Jupiter und Mond hat sich geändert. Was brauche ich dazu, um sowas zu machen? Ganz einfach. Ich brauche ein Stativ, ich brauche eine Kamera. Muss keine Systemkamera sein, kann jede andere Kamera auch sein. Mit Wechselobjektiv, ohne, mit festem, Kameras mit fester Brennweite, also die alten Kameras, Hauptsache digital, also Film ist eigentlich out.
Und ich brauche so einen kleinen Timer, der und den Anschluss natürlich an der Kamera dazu, der der Kamera sagt, wie lange ich belichten möchte. Also die Kamera sollte natürlich dann auch einen Bulb-Anschluss haben oder die, die Möglichkeit auf Dauerbelichtung zu stellen. Diese beiden Bilder sind in Italien entstanden. Das waren meine ersten Astro, mein erstes Astrofoto nach 20, 30 Jahren. Ich habe als Jugendlicher Astrofotografie gemacht. Ich komme vom Film, also vom Rollfilm oder vom Planfilm eigentlich, also nicht, vom, nicht aus Hollywood jetzt angereist, sondern ich habe auf Celluloid früher belichtet mit allen Tricks und Kniffen und habe das dann aber bleiben lassen, weil es war mir einfach zu mühsam mit den ganzen, also der Aufwand im Film, im Celluloid ist tierisch, um da irgendwas Brauchbares rauszukriegen. Digital habe ich einfach dann abgewartet. Und das waren dann so die ersten beiden Bilder. Und da habe ich natürlich auch sofort ein bisschen rumgespielt und habe gesagt, hier in der Richtung, hier nach Osten war das damals, da liegt ein größeres Örtchen, das strahlt ganz ordentlich, das wirft einen Lichtkegel, der hat mich gestört. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe das dann einigermaßen rausgekriegt, diesen Gradienten, wie man sagt. Also ein Lichteinfall, der einen doch deutlich störenden Einfluss auf das Bild hat. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, da mache ich weiter. Bei dieses Foto könnte eigentlich auch aus jeder Kitschbuskarte entsprungen sein, aber es ist, bei diesem Bild ist, soweit man das bei der Mondphase sagen kann, tiefste Nacht. Es ist aus dem Allgäu in Richtung Alpen fotografiert, hier der Alpenkamm. Auch mehrere Bilder aufaddiert, relativ kurz belichtet, weil es ist alles vom festen Stativ heraus. Also keine nachgeführten Kameras oder so, alles mit dem festen Stativ. Und ja, das, was man hier leuchten sieht, das ist die Lichtverschmutzung über dem Bodensee. Wir sind ungefähr so 120 Kilometer weg vom Bodensee. Da sieht man eigentlich auch schon die Auswirkungen und da kann man auch sehr schön nachweisen, wie sich sowas auswirkt auf die Dunkelheit von uns, für uns Menschen, aber auch sicherlich für einige Tiere. Mit feststehendem Stativ kann man natürlich auch tolle Bilder machen. Die Marion und ich, wir haben uns abgewechselt an diesem Morgen. Ich bin gegangen, die Marion ist gekommen, es war arschkalt. Die Marion hat auch noch tolle Bilder gemacht von unserer Mondfinsternis letztes Jahr. Dieses Jahr im Januar. Hier war es das 35 mm, also mit dem Zoom-Teleobjektiv, also 24-70 mit 35 mm. Da sieht man doch ganz schön schon den roten Mond und vor allem, was natürlich toll ist bei sowas, dass man immer einen schönen Vordergrund auch hat. Dass das Bild als Ganzes dann auch wirkt, gerade bei solchen Sachen. Natürlich kann man eine Mondfinsternis auch einzeln fotografieren. Das ist mit dem 200er vom gleichen Standort aus gemacht, auch feststehende Kamera. Und das kann man dann über so eine kleine Bildsequenz schön sehen, wie sich der Mond dann verfinstert. Jede Software, die bei einer Kamera mitgeliefert wird, bietet in der Zwischenzeit die Möglichkeit, solche kleinen Bildsequenzen zu erstellen aus einer Anzahl von Bildern, die man gemacht hat. Also bei meiner war das dabei, das heißt, es war gar kein großer Aufwand. Und der Sinn ist eigentlich jetzt auch jetzt so kurz vor der Urlaubszeit, das ein bisschen schmackhaft zu machen, dass sie sagen, ich habe eigentlich eine Kamera, ich habe ein Fotostativ, woher auch immer, und ich will es einfach mal probieren. Ich fahre in den Süden, ich habe vielleicht einen tollen Himmel, ich habe vielleicht einen Südhimmel mit Meer vorne dran, ziemlich weit unten, vielleicht fahren sie ja oder sie fliegen auch ein Stückchen weg. Und dann bekommt man einen ganz tollen Eindruck des nächtlichen Sternenhimmels, vor allem wenn man da noch
gerade im 50 mm oder 24 mm Weitwinkel noch ein tolles Panorama vorne dran hat. Dazu brauchen Sie im Grunde genommen, jede Kamera kann man fast verwenden. Sie sollten ein Fotostativgewinde dran haben. Die Kamera sollte manuelle Einstellungen für die Belichtungszeit und die Schärfe möglich machen, weil Belichtungszeit und Schärfe macht die Automatik ganz schlecht nachts am Himmel. Das sollte man von Hand nach Möglichkeit einrichten können. Sie sollten die Möglichkeit haben, Rohdatenbilder zu speichern, also nicht nur JPEGs, sondern auch Rohdaten, diese RAW oder ARW oder jeder Hersteller hat da manchmal eine eigene Bezeichnung. Das sieht man deutlich daran, wenn die Datenmenge sprunghaft ansteigt, dann ist man in der Regel, also wenn mal so ein Bild 25 bis 40 MB groß ist, dann ist man in der Regel bei den Rohdaten gelandet. Dann passt's. Fernauslöseranschluss für Timer oder Infrarot sollte die Kamera haben. Infrarot ist schon mal ganz gut, da kann man, entweder man kann Infrarot programmieren, gibt es auch, oder man kann berührungsfrei den Verschluss bedienen, ohne dass die Kamera dabei verwackelt. Oder zu einem Fernauslöseranschluss, wie ich ihn vorhin gezeigt habe, mit Kabel. Und dazu bräuchte die Kamera natürlich irgendwo auf der Seite oder unten oder oben einen Mini- oder Micro-USB-Anschluss. Wechseloptik ist eine feine Sache, wenn die Kamera das unterstützt. Wenn man eine, wie heißen die Bridge-Kameras, also die irgendwo so zwischen 24 und 500 mm alles abdecken, fest verbaut hat, dann sucht man sich einfach die Brennweite, wo man denkt, es gibt ein schönes Bild. Und dann guckt man mal, was kann die Kamera, was kann das Objektiv, was jetzt fest verbaut ist an meiner Kamera, was kann das Objektiv bringen? Und das sieht man dann in der Regel in den Bildecken. Wenn es da schwammig wird, dick oder sonst irgendwelche Verformungen stattfinden, dann ist es gut. Man geht vielleicht mit der Belichtungszeit ein bisschen höher und mit der Blende hoch, auch hoch. Um diese Sache mit der Blende auch noch einmal und der Belichtungszeit noch mal klar zu machen, wenn ich mein Fotostativ auf dem Boden stehen habe und die Kamera auf ein Objekt ausgerichtet habe, dann wandert ja, also in der Projektion der Sternenhimmel an mir vorbei, die Erde dreht sich ja, und ich bekomme, wenn ich lang belicht, bekomme ich Striche. Das ist ja, wissen die meisten eigentlich, weil es gibt ja so wunderbare Strichspuraufnahmen vom Pol. Da ist es dann sinnvoll und macht auch Spaß, wenn man so um den Pol herum diese Strichspuren hat. Da kann man den Verschluss ruhig mal 20 Minuten auflassen und mal gucken, ob das gepasst hat. Aber ansonsten ist es natürlich schlecht, wenn ich ein Sternbild oder irgendwas fotografieren möchte, dann sollte ich schon wissen, mit welcher Belichtungszeit kann ich denn rangehen, ohne dass mir die Sterne zu Strichen auswandern. Und da gibt es eine Faustformel, die 500 geteilt durch die Brennweite. Wer das einsetzt, das wären zum Beispiel beim 35er Objektiv 14 Sekunden. Beim 35er liegen wir hier 14 Sekunden. Das heißt, die Faustformel deckt ungefähr die Schnittstelle zwischen APS-C und Kleinbildformat ab. Von hier aus kann ich nach oben oder nach unten so Pi mal Daumen probieren. Aber mit der Tabelle selber kommt man auch schon ein ganzes Stück rein. Also mit dem 24er Weitwinkel 15,6 Sekunden oder 15 Sekunden, Kleinbild 25 Sekunden. Bis runter beim 600er eine halbe oder 0,6 Sekunden und bei Kleinbild eine Sekunde. Mit einer Sekunde kann man allerdings schon einiges auf den Chip kriegen, also auf die Speicherkarte, aber klassischerweise wird man wohl so in dem Bereich hier liegen. Da wird sich in der Regel, auch im Urlaub hat man so seine Zooms dabei, die diesen Bereich abdecken, und da liegt man dann so zwischen, im APS-C-Format, zwischen 10 und 2
3 Sekunden. Wenn man da viele Aufnahmen macht mit 3 Sekunden, also zum Beispiel können wir gleich mal hier gucken, mit dem 135er Sternbilder, große Nebel, Nordamerika-Nebel, kriege ich da drauf. Wenn ich da mit 3 Sekunden belicht, kann ich da ruhig meine 100, 200 Aufnahmen machen. Das Objekt wird zwar langsam auswandern, und wenn ich die Bilder nachher, wie man das in der Astrofotografie macht, digital aufrechne, also zusammenlege und dann mittle, dann bekomme ich vielleicht einen Rand um das Bild, der irgendwie ein bisschen schwammig ist, aber das Zentrum wird in der Regel ziemlich scharf sein. Mit 35er Weitwinkel, kleines Weitwinkel, Sternbilder wie den Orion, und mit dem 200er immerhin kann ich schon mal an die Galaxien ran oder an den Mond, wie man vorhin gesehen hat. Diese Tabellen sind gar nicht so schlecht, weil da kann man sich wirklich grob dran orientieren, was ist sinnvoll im Rahmen meiner Möglichkeiten, die ich habe. Wer ein Stück weiter geht und vom festen Stativ hin zur astronomischen Montierung, zur parallaktischen Montierung geht, die nimmt sich am besten eine kleine parallaktische Montierung, wie die Skywatcher, die ECO 5, relativ preisgünstig, fürs Flugzeug natürlich schon so schwer, da gibt es andere Möglichkeiten. Die Marion hatte, glaube ich, letztes Jahr ganz tolle Bilder mit diesem Skytracker, den man also auch gut auf Reisen mitnehmen kann, gezeigt. Aber fürs Auto, für unterwegs, in den Urlaub, nimmt so etwas nicht allzu viel Platz weg. Klassischerweise ist ein Metall-Dreibein-Stativ dabei. Das ist jetzt was, weil ich das fest irgendwo stehen hatte, habe ich das so gebastelt. Aber diese Montierung hat schon einmal 2 Motoren. Der eine Motor dreht die Deklinationsachse nach. Die Rektaszensionsachse, der andere Motor die Deklinationsachse. Die Rektaszensionsachse dreht oder wirkt der Erddrehung entgegen, ist also ungefähr genauso schnell, wie die Erde sich dreht, damit ein Objekt am Himmel immer in der Bildmitte bleibt. Und der Motor für die Deklination braucht man eigentlich dann nur, wenn man ein Objekt sucht, oder wenn man manuell vielleicht mal nachstellen möchte. Dass man nicht hinlangen muss, weil das gibt ja wieder Erschütterungen. Und Erschütterungen sind ja der Feind, egal welche Bilder man macht, wenn sie verwackelt sind, egal ob Astro oder sonstiges Foto, ist immer blöd. So ein Bild habe ich mit dieser Montierung gemacht, hier mit einem IRIX 15, also ein Weitwinkel. Und da sieht man 30 Minuten Belichtungszeit, pro Bild 60 Sekunden. Da sieht man schön die Vega in der Leier, hier Altair im Adler, die Capella ist hier mit drauf mit dem Flammennebel oder flammender Sternnebel heißt er, glaube ich. Und hier Deneb und der Schwan. Und hier sieht man auch schon den Nordamerikanebel. Das ist jetzt allerdings eine astromodifizierte Spiegelreflex oder DSLR, bei der habe ich die Filter vorne vom Sensor rausnehmen lassen, damit das Spektrum der Kamera größer wird. Wenn man tiefer reintaucht in die Materie, dann sollte man sowas haben, das kann man auch noch mit in den Urlaub nehmen. Mit diesem Gerät sind einige der Bilder, die ich nachher zeige, entstanden. Das wird schon geguided durch ein Leitrohr und durch einen Anschluss, der der Montierung sagt, der Stern ist aus dem Fadenkreuz draußen, er ist nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen abgedriftet, korrigier mal ein kleines Stückchen. Das macht das Fernrohr dann von sich aus alleine. Man muss natürlich die Grundeinstellungen schon vorgeben. Und was eine große Zeitersparnis ist, das ist die Möglichkeit, mit Goto
also einen Stern oder ein Objekt anzufahren und nicht erstmal lange zu suchen. Vor allem bei lichtschwachen Objekten ist es manchmal eine mühsame Sache. Vor allem, wenn man hier hinter seinem Fernrohr schon die Astrokamera fertig eingerichtet hat. Also da stimmt die Schärfe so im Großen und Ganzen. Man hat das Feld ungefähr festgelegt, ist eingenordet richtig, also dass im Bild Norden oben ist. Und wenn man dann erstmal wieder suchen muss, dann ist das echt doof. Dann braucht man ein richtig fettes Leitrohr. Und deswegen ist es gut, man hat so eine Montierung mit Goto. Goto braucht man bei dem Wetter nicht. Das kann nämlich auch mal im Urlaub ganz schnell kippen und dann braucht man eine gute Tüte für die Montierung. Und innerhalb der Ferienwohnung sieht es dann auch mal so aus. Das kann auch mal so, könnte zumindest, habe ich immer Glück gehabt. Meine Frau hat da also sehr großzügig der Sache da beigewohnt, sozusagen. Es sind halt die Dinge, die man braucht, wenn man unterwegs ist mit dem Fernrohr. Und die muss man halt, man muss Zugriff haben, kurz. Also wenn ich alles erst in Schachteln wieder reinwerf dann und mühsam such nachts oder irgendwas geht schief, dann muss alles offen da liegen, dann muss ich genau wissen, wo lange ich hin, was hole ich raus. Und na gut, es gab noch zwei Stühle in der Ferienwohnung, da konnte man sich dann auch draufsetzen. Hier ist noch ein Gerät dabei, da kommen wir nachher noch dazu. Also das Fernrohr als solches ist klar, die Montierung und Stativ stehen immer draußen, die werden einmal eingenordet, dann bleiben die im Freien. Und immer in der Hoffnung, dass keine Kuh kommt und mal knabbert. Und ansonsten halt Kleinkruscht, den man so braucht, auch nochmal vielleicht ein kleiner Refraktor für bestimmte Dinge. Ladegeräte, Stromversorgung, Gegengewichte. Alles insgesamt etwas, wo man eigentlich gern einen Kombi hat, um das an den Ort der Tat zu bringen. Und hier nochmal ein Gerät, das sich jetzt weniger eignet für die Ferienzeit zum Mitnehmen. Auf dem Balkon bei mir. Hier ist die fest eingerichtete Astrokamera und das Leitrohr wieder. Noch ein kleiner Sucher dazu, damit ich ungefähr so weiß, wo ich liege oder wenn ich mein Fernrohr beim ersten Start dem sage, auf welchen Stern soll es denn fahren, damit er weiß, wo Norden ist oder das Fernrohr weiß er zuerst einmal nicht viel, dem muss ich erst mal sagen, was Sache ist. Also dem muss ich erst mal zeigen, wo ist Norden, also wie nordest du dich so ein, dass zum Beispiel die Kapella jetzt in der Richtung steht und dann muss das Fernrohr das begreifen. Nach ein paar Mal hat es das dann begriffen und beim nächsten Mal eigentlich immer besser. Aber manchmal gibt es irgendeine blöde Sache und dann fängt man von vorne an. Deswegen ist es immer ganz gut, man richtet sein Fernrohr dann so weit ein, dass man es eigentlich stehen lassen kann und startet und sucht über Goto. Und nicht mühsam, habe ich früher immer gemacht. Also ich habe eine ganze Nacht verplempert eigentlich, bis ich das Objekt gefunden hatte, was ich eigentlich suchen wollte. Und dann war es schon fast wieder zu hell, weil die Dämmerung kam. Hier ein Überblick von früher zu heute. Der Unterschied, früher hat man eine Belichtungszeit von, sagen wir mal, 15, 30 bis 90 Minuten gehabt. Heute macht man das mit 30 bis 100 aufaddierten Bildern, wobei ein Bild so zwischen 2 und 8 Minuten hat. Man kann auch kürzere machen. Je nachdem, was für ein Objekt das ist, aber sagen wir mal so 2 bis 8 Minuten, da liegt man eigentlich ganz gut. So mit den klassischen Kameras, wie wir sie oder wie Sie sie in der Regel auch daheim haben oder auch im Handy, nämlich die RGB, also Farbkameras. Ich arbeite nur mit Farbkameras, nicht mit Schwarz-Weiß-Kameras. Schwarz-Weiß-Kameras hätten noch den Nachteil, dass man alle Bilder dreimal machen muss, nämlich ich muss auf meinen Schwarz-Weiß-Chip. Das heißt, jeder Chip ist ein Schwarz-Weiß-Chip, aber die Bayer-Matrix, die Kamera, die Sie daheim haben, hat eine Bayer-Matrix. Das heißt, es hat ein rotes, ein grünes und ein RGB und ein blaues Farbpünktchen auf jedem Pixel von dem Chip. Und bei grün sind es 2, das hängt mit unserem Auge zusammen, weil die Industrie sagt, wir wollen das Bild, was jetzt kein Astrofoto ist, in der Regel, sondern irgendwie Tante Emma oder der Urlaub oder sonst irgendwas, das soll ungefähr unserem
Eindruck, Sinneseindruck entsprechen, den wir klassischerweise von einem Bild haben. Und der Rest macht nachher hinten dran der Computer in der Kamera, damit da ein brauchbares Bild überhaupt rauskommt. Bei Schwarz-Weiß haben Sie einen Schwarz-Weiß-Sensor ohne diese Bayer-Matrix vorne dran. Und um ein RGB-Bild zu erstellen, brauchen Sie dann einen roten, einen grünen und einen blauen Farbfilter. Das heißt, ich muss also mehr Bilder machen, allerdings mit einer viel größeren und höheren Auflösung und unter Umständen auch mit ein bisschen kürzeren Belichtungszeiten. Früher, der Film hat oftmals so eine Vergrauung über den Schwarzschildfaktor, eine Eigenschaft der Chemie, des chemischen Films war. Das hat man dann auch damals schon mit Kühlung, Begasung versucht, dem Herr zu werden. Oder Astroemulsionen gekauft, mit speziellen Entwicklern, die auch wieder arschteuer waren. Also ein Aufwand ohne Ende. Heute, wie gesagt, 100 Aufnahmen, 2 bis 8 Minuten. Nachführfehler, Flugzeugspuren, Lichtquellen, Gradienten, der Nachbar macht plötzlich das Licht an, zack, haben Sie eine volle Ladung Photonen mitten auf dem Sensor. Macht alles keinen Spaß, hätte früher ziemlich Ärger gemacht, heute schmeißen Sie das Bild einfach raus. Von den 100 Bildern nehmen Sie nachher noch 90, 85 Bilder, die okay sind, und die werden dann zu einem Bild zusammengebastelt. Ganz wichtig ist natürlich das Scharfstellen. Wenn ich ein Astrofoto erstelle, dann brauche ich natürlich ein scharfes Bild. Das kann man heute ganz gut auf dem Monitor oder über die Bildschirmlupe oder über den Sucher der Kamera, früher auch schon mit der klassischen Spiegelreflex bei Filmen, habe ich auch immer über den Sucher natürlich scharf gestellt. Und ganz früher dann über die Mattscheibe von der Plattenkamera. Wenn Sie im Urlaub mal ein Astrofoto machen wollen, suchen Sie sich nicht den hellsten Stern raus, zuerst einmal. Nehmen Sie einen Stern, den Sie im Sucher noch einigermaßen gut sehen. Und wenn Sie den mit dem Fokus nachher etwas scharf oder unscharf ein bisschen hin und her gehen, dann werden Sie feststellen, dass es viel leichter ist, den Punkt zu finden, wo er wirklich scharf ist, wie wenn Sie jetzt so einen dicken, fetten Capella oder so oder Vega als großen, hellen Stern nehmen, weil der schärfe Punkt liegt mittels drin, innerhalb von diesem großen, weißen Fleck. Und bis man da rauskriegt, wann das Bild wirklich scharf ist, das dauert oder man kriegt es eigentlich gar nicht so richtig raus. Eine andere Möglichkeit ist, solche Masken zu nehmen. Die Batinov-Maske ist eine Maske, die praktisch wie ein Gitter wirkt, ist ja auch eins. Und da brauchen Sie dann natürlich einen hellen Stern. Kommt vors Fernrohr, nicht irgendwo dazwischen, sondern kommt vor die Optik. Und dann sehen Sie 3 Strahlen. Ein Strahl in der Mitte. Die beiden anderen bleiben fixiert. Der mittlere Strahl ist flexibel, der bewegt sich entsprechend der Fokussierung des Fernrohrs. Hier haben wir es intrafokal, hier ist er mehr rechts, da ist es extrafokal. Und gut wäre es, wenn der Strahl in der Mitte ist. Der Vorteil von diesem Verfahren ist, Sie müssen gar nicht gut sehen können. Sie müssen gar nicht selber erkennen können, ist das Bild jetzt scharf oder nicht scharf. Wichtig ist, dass der Strahl exakt in der Mitte ist. Das heißt, Sie können das auch ohne Brille, wenn Sie es mal vergessen haben, können Sie Ihr Astrofoto sehr gut scharf stellen. Für dieses Tool in APT, da brauchen Sie dann natürlich schon wieder eine Brille. Mit diesem Tool kann man die Differenz zum Schärfepunkt sehr genau feststellen. Hier sind es 0,02 Millimeter. Also sehr, sehr exakt.
Ich sage nachher noch ein bisschen was zu dieser Software. Und jetzt machen wir mal den ganzen Durchgang bis zu einem Endbild. Sie haben ein Original, also Ihr Astrofoto, das Sie aufnehmen wollen. Sie haben oder brauchen ein zweites Bild, allerdings nicht so viel Aufnahme wie das. Wenn Sie hier 100 gemacht haben, reichen hier 20. Das ist das Flat- oder Hellbild. Und Sie brauchen dieses Bild hier, wo Sie sich jetzt fragen, da sehe ich jetzt nicht viel. Das stimmt, das ist ein Dunkelbild. Und ein Dunkelbild hat die Eigenschaft, ziemlich dunkel zu sein. Und so soll es auch sein. Also Deckel drauf auf die Optik. Mit diesen drei Bildern wird ein Astrobild sozusagen im Durchgang bearbeitet. Das Dunkelbild wird von diesem Bild digital abgezogen und nachher wird das Ergebnis durch dieses Bild, also die digitalen Werte dieses Bildes, dividiert. So ein Flat macht man übrigens mit einer Flatbox. Das Flat sollte nämlich wirklich ein absolut weißes Bild sein, ohne irgendwelche Abschattungen, Gradienten oder Randabdunkelungen, sehr ausgeglichen. Kann man jetzt mit Folien machen, gibt es gute Folien. Ich habe mir so eine Box selber gebastelt mit 4 LEDs in den Ecken und entsprechenden Filtern. Gibt es auch Bauanleitungen im Internet und die funktioniert sehr gut, ist für einen 30 cm Spiegel. Materialaufwand 8,5 Euro, wenn ich es gekauft hätte, wären es 120 Euro gewesen. Wäre aber auch leichter mitzunehmen als Folie. So, das ist unser Prozess. Ich habe die Lights, die Hellbilder, meine Sterne. Die kommen zu den Bildern. Die Dunkelbilder, die kann ich mir hier oben auch reinziehen, die kommen zu den Dunklen und die Flats, die Hellbilder kommen hier rein. Das ist ein Programm von dem Andreas Röhrig. Regime, kostenfrei im Internet runterzuladen. Ich habe nachher noch ein paar andere Programme, die ich Ihnen kurz noch zumindest mal auf der Folie nachher zeige. Können Sie sich abfotografieren, wenn Sie Interesse daran haben. Alle Software, die die Bilder verarbeitet, arbeiten nach diesem Prinzip. Sie sehen hier, es geht hier weiter, aber man könnte nämlich jetzt wieder von dem Flat einen Dike erstellen und so weiter. Das muss es nicht zwingend sein für unsere Zwecke. Das reicht eigentlich. So, dann habe ich also hier nochmal mein Ursprungsbild mit diesem Dreckfleck hier drin, also ein Donut, ein Sensorfleck. Den sieht man hier unten nicht mehr, den hat man aber vorhin in dem Hellbild noch ganz gut gesehen. Das Hellbild ist nämlich völlig identisch von der Kameralage zur Optik mit meiner Aufnahme. Die Belichtungszeit spielt keine Rolle. Die Temperatur spielt auch nicht so sehr die Rolle. Eigentlich keine. Beim Dunkelbild spielt die Temperatur eine Rolle, muss genauso sein und die Belichtungszeit muss völlig identisch sein mit meinem Sternbild, meinem Objektbild. Und das hier wäre das Ergebnis nach 28 Bildern mit 300 Sekunden, 7 Bilder mit 240 Sekunden. Ich habe das gestaffelt, weil ich da angefangen habe zu belichten, als es noch etwas hell war. Also hell, Ende der Dämmerung. Man hat gemerkt, es ist noch nicht hundertprozentig knackig schwarz. Und deswegen habe ich nur die ersten 7 Bilder mit 240 Sekunden belichtet. Und dann bin ich die restlichen Bilder auf 300 Sekunden gegangen mit einer Gesamtbelichtungszeit von 2 Stunden 48 Minuten. Und das wäre das erste Ergebnis. Ist jetzt auch noch nicht so sehr der Knaller, aber das nach der Bildbearbeitung ist das Endergebnis. Das heißt, das Bild wird erst einmal im Histogramm gedehnt, das Bild wird entrauscht, Vordergrund, Hintergrund und so weiter. Und wenn man Glück hat, dann hat man auch noch so einen kleinen Beifang, wie jetzt hier, nämlich Prisban, ein kleiner Asteroid, der sich hier auf dem Bild mit breit gemacht hat, 7 Kilometer Brocken, ungefähr die Hälfte vom Durchmesser des Asteroiden, der die Dinos ausgelöscht hat, also
wenn uns sowas trifft, es würde reichen im Großen und Ganzen. Deswegen ist es ganz gut, dass man die Dinge eigentlich überwacht. Nochmal zur Bildbearbeitung. Hier ein Bild vom Andromeda-Nebel, M31. Das, was ich jetzt hier rückgebaut habe, nämlich, ich habe das Bild in seine drei Schwarz-Weiß-Kanäle zerlegt. Einmal in den Rotkanal, einmal in den Grünkanal und einmal in den Blaukanal. Der Vorteil von diesem Verfahren ist, dass ich mir jetzt hier das beste Bild aussuchen kann. Das wäre jetzt vielleicht das hier, kontrastreicheste, oder vielleicht auch das. Ich würde eher zu dem hier tendieren, weil die Ränder noch ein bisschen mehr mit drauf sind. Und dieses Bild könnte ich jetzt als helle, als Light, als Schwarz-Weiß-Bild meinem Farbbild mit beimischen. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit, Kontraste zu steigern. Also über das, was die Software noch hergibt. Im anderen Fall, im LRGB-Verfahren in der Aufnahme, ist es andersrum. Ich mache zuerst dieses Bild. Ich mache dieses Bild mit dem Grünfilter und dieses Bild mit dem Blaufilter und baue hier zusammen dieses Bild über Bilder kombinieren in dem Programm Fizzwerk. Das ist deutsch, auch kostenfrei, wird zwar nicht mehr weiterentwickelt, aber es ist immer noch eins der Standardprogramme mit sehr vielen Möglichkeiten. Gerade jetzt sehr einfach und komfortabel, die Bilder wieder zu zerlegen. Kann man übrigens auch mit seinen Urlaubsfotos machen. Können Sie auch, muss kein Astrobild sein. Können Sie auch Urlaubsfotos reinlegen, eine Landschaft, Ihr Meer, Ihr toller Sonnenuntergang. Und dann können Sie mal schauen, was könnte ich denn mit dem Bild noch machen. Könnte ich vielleicht ein Rot- oder ein Blaubild als Schwarz-Weiß-Bild mit einarbeiten und kriege vielleicht auf diese Art und Weise den einen oder anderen Kontrast noch besser hin. Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug durch das Universum, nicht nur durch die Galaxis, sondern durch das Universum und fangen bei der Erde an. Die Erde bietet astronomische Objekte in ihrer oberen atmosphärischen Hülle, nämlich die Meteore. Hier sind es die Perseiden, die ich mit einer Überwachungskamera aufgenommen habe. Das ist so ein kleines Rundum-Fischei, das bei meiner Kamera dabei war, qualitativ nicht berauschend, aber für sowas ist es eigentlich ganz toll. Da kriegt man aus jedem Eck, wo auch immer der Meteor auftaucht, ein Bild geliefert. Kann man nachher auch zusammensetzen. Das ist vielleicht ganz nett, weil wir zwei parallel durchgezischt sind. Hier dieses Aufplatzen des Kerns oder des Brockens und Ionisierens der Atmosphäre, wie man das hier am Violetten auch sieht. Es gibt so eine ionisierte Schleifspur, hier vorne auch, durch die chemische Umwandlung des Sauerstoffs in der oberen Erdatmosphäre, durch den großen Druck, den das Objekt verursacht. Der Mond muss nicht unbedingt immer ein astronomisches Objekt sein. Man kann den auch mal einfach so stimmungs- oder gestalterisch fotografieren. Es war ein schwarzer Himmel, einige Wolkenlöcher und durch diese Wolkenlöcher hindurch habe ich den Mond fotografiert mit einem relativ kleinen Fernrohr. Es ist ein Presser gewesen, AR-102, 240 Euro Fernrohr, aber für sowas optimal geeignet. Den Mond kann man allerdings auch noch unter anderem Gesichtspunkt fotografieren. Hier als Ganzes auf einer DSLR und hier mit einer Planetenkamera. Planetenkameras haben relativ kleine Chips im Gegensatz zu den APS-C oder Kleinbildformaten sind die zum Teil 15 x 8 mm oder nur vielleicht 12 mal 7 oder 8 mm groß. Und da nimmt man dann so Streifen und bastelt sich so ein Mondmosaik zusammen. Der Vorteil, die Planetenkameras haben relativ kleine Pixel. Die liegen so bei 2,5 Mikrometer. Die anderen Astrokameras
liegen in der Regel so bei 4,5 oder 6 Mikrometer Pixelgröße. Und je größer die Pixel, desto geringer die Auflösung. Aber auch je kleiner die Pixel, größere Auflösung, aber auch natürlich eine viel höhere Anforderung an das Seeing, also an die Qualität der Atmosphäre. Hier eine Region auf dem Mond mit dem 30 cm Ritchey-Chrétien-Spiegel, der bei mir auf dem Balkon steht, in der Brennweite bei 2,40 Meter. Diese Struktur heißt Reiner Gamma. Reiner ist ein Krater auf dem Mond und Reiner Gamma, die werden ja dann, der Hauptkrater bekommt den Namen und die anderen werden dann durchnummeriert oder griechische Buchstaben. Und Reiner Gamma ist aber kein Krater. Es ist ein Swirl und ein Swirl ist eine, wie soll ich sagen, Irritation auf der Mondoberfläche, die in diesem Fall bei den Swirls Magnetfelder produzieren. Der Mond selbst hat ja kein Magnetfeld, aber die Swirls haben Magnetfelder. Man vermutet, es ist noch nicht so ganz draußen, wie es zustande kommt, aber man vermutet, dass auf der Rückseite es vor Jahr und Tag große Einschläge gegeben hat. Und durch diesen Einschlag das Mondinnere gestaucht wurde, die Druckwelle sich durch den Mond hindurch verbreitet hat und auf der anderen Seite dann zu Verformungen und zu ja, auch chemischen Umwandlungen in den Steinen geführt hat. Aber die Swirls sind eigentlich immer noch nicht so ganz 100% klar, wo die wirklich herkommen. Es gibt auf der Mondvorderseite, gibt es glaube ich in der Zwischenzeit, sind 20, die meisten sind auf der Mondrückseite, aber vorderseitig so um die 20. Man kann den Mond auch nach seinen Farben fotografieren, also das, was an Farben da ist auf dem Mond, noch versuchen rauszukriegen und nach dem Kontrast, also nach der Schärfe der einzelnen Objekte. Die Farben sind deswegen spannend, weil die Farben Rückschlüsse erlauben auf die Mineralien und auf die geologische Zusammensetzung. Wenn Sie so im Fernrohr den Mond angucken, oder ich auch natürlich, sieht man das so nicht. Das heißt, man muss also das Bild so weit bearbeiten, dass die Farben entsprechend dann auch rauskommen. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter von der Erde weg in das Planetensystem hinein und da gehört zum Planetensystem zentral die Sonne. Hier eine schöne Sonnenfleckengruppe. Der Merkur ist als Sonnennächster ein schwieriger Kandidat zum Fotografieren, weil er entweder sich in der Dämmerung oder in den tieferen atmosphärischen Schichten irgendwo verliert, dass man ihn schlecht sieht. Und man kriegt ihn eigentlich am besten bei einem Transit, wenn er vor der Sonne vorbeimarschiert. Das ist auch mein einziges Bild, was ich vom Merkur habe. Ich habe ihn einmal morgens, wo wir eine Wanderung gemacht haben, mal im Schwarzwald, habe ich ihn mal gesehen, Merkur und Venus, mit bloßem Auge. Aber ansonsten habe ich den noch nicht richtig, außer hier auf die Platte gekriegt. Und manchmal ergeben sich dann auch so nette Beifänge wie von Spuren von Jets, Verwirbelungen und so weiter. Hier ein Bild von einem Sonnenfleck, zentraler Kern, die Umbra, Penumbra und die Granulation drumherum. Es sind alles Weißlichtbilder, also nicht mit ganz speziellen Sonnenfiltern aufgenommen, es sind alles Weißlichtbilder. Wir haben jemanden hier im Verein, der diese Sonnenbilder auch mit einem speziellen Teleskop aufnehmen könnte und dann auch Protuberanzen hier sichtbar machen könnte. Das ist der gleiche Fleck, nur ein paar Tage später. Da sieht man ganz schön die Flares.
Optimal ist es bei der Sonne, wenn man so schräg auf den Rand guckt. Da kann man sich jetzt fast vorstellen, es ist auch in der Tat so, dass hier dieser zentrale schwarze Bereich ein bisschen so nach innen einsinkt. Die Umbra, also der Kern des Flecks, liegt auch ein bisschen tiefer wie drumherum die Penumbra. Man kann sich fast vorstellen, also mit mehr Aufwand könnte man das noch besser rausarbeiten oder man müsste auch noch eine längere Brennweite und vielleicht noch mal, vielleicht auch eine größere Optik oder einen anderen Standpunkt haben. Also irgendwo 2000 Meter oder so, Wendelstein. Auch ganz nett, immer in Beziehung zur Sonne, sind die Sonnenfinsternisse. Da kann man dann schön verfolgen, wie die sich über die, der Mond sich über die Scheibe schiebt. Und bei der Venus ist es leider so, dass wir keine Oberflächendetails bekommen. Die Venus ist ein sehr unangenehmer Planet, sehr heiß, deswegen heißt er vielleicht auch Venus. Man kriegt eigentlich immer nur die Dampfwolken zu Gesicht, ohne weitere Struktur. Es gibt Amateure, die versuchen da ein bisschen was rauszukitzeln mit Ultraviolett und so weiter. Aber so wirklich, zumindest für unsere, aus unseren Bereichen heraus, sehr schwierig. Problem bei Merkur und Venus ist halt die Sonnennähe. Das heißt, sie sind immer sehr nah am Horizont und in der Nähe des Horizontes ist es auch in der Regel immer ein bisschen diesig, dunstig und deswegen große Turbulenzen in der Luft, was das Bild ordentlich flimmern lässt und man kriegt das auch nicht so richtig scharf. Beim Mars, wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, da sieht man ganz schön, dass der unterschiedliche Strukturen hat, weil der Mars sich natürlich auch dreht, ein bisschen, das weiß ich gar nicht, ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger wie die Erde. So arg groß ist der Unterschied gar nicht. Wir hatten zur Mars-Opposition letztes Jahr dummerweise oder glücklicherweise, je nachdem wie man es nimmt, einen großen Staubsturm. Da mussten sogar, ich glaube, der eine oder andere Rover wurde abgeschaltet, die da oben zu dem Zeitpunkt noch unterwegs waren, damit da nichts anbrennt an den Geräten. Diese Staubstürme sind nicht so wie bei uns in der Sahara, dass da mal was durchdüst, sondern die sind immer global. Und die sorgen dafür, dass man also die Durchsicht auf dem Planet nahezu verliert. Hier ist es dann ganz schlimm. Hier tauchen wieder einige Strukturen auf und da ist es dann wieder besser geworden. Man sieht ganz schön die Polkappen beim Mars und vielleicht auch, je nachdem, auch ein bisschen atmosphärische Streuung des Lichtes. Je nachdem, wenn man es nicht zu hart entwickelt, kriegt man das hin. Eins weiter, der Jupiter mit 2,40 Meter Brennweite und einer Planetenkamera aufgenommen. Hier ein einfaches Bild nach der Entwicklung, oder beziehungsweise, das ist, natürlich ist das Bild schon entwickelt, aber nach der Schärfung und so weiter, kriegt man sowas schon raus. Vor allem, wenn man ein spezielles Teil noch mit einbaut, so ein Dispersionskorrektor, der, wenn die Planeten recht tief stehen, sieht man ja selber, wenn man in die Sonne guckt oder am Abend, verfärbt sich ja die Sonne am unteren Rand rötlich und am oberen Rand ein bisschen bläulich. Es gibt ja auch diese beiden Farbimpulse, nämlich da ist es dann der grüne oder der blaue Strahl oder der rote Strahl, je nachdem, ein seltenes Phänomen. Das kriegt man mit so einer Korrekturoptik dann ein bisschen in den Griff. Der große rote Fleck, Ganymed, hier schön zu sehen und hier der Schatten von Europa. Und hier ist nochmal Europa, ganz schwach, und das ist auch der Schatten von Europa. Und wenn Sie mal hier auf den Schatten gucken, dann sieht man, wie der sich jetzt weiter mitdreht mit der Rotation des Mondes. Den Mond habe ich hier verloren, der ist mir sozusagen aus dem Bildfeld rausgefallen. Und
das sind so die Highlights in der Amateurastronomie. Gute Bedingungen bei Planeten, auf denen man auf der Oberfläche etwas sehen kann. Genauso Saturn. Ist schon ganz toll, wenn man Ringstrukturen hier rauskriegt, zuerst mal auf dem Planetenkörper und dann auch die Ringstruktur hier sichtbar machen kann. Es gibt hier einen inneren Ring, den kann man rauskitzeln mit Gewalt, dann stimmt aber hier drumherum alles nicht mehr. Da müsste man einfach bessere Bedingungen haben, dann atmosphärische Bedingungen. Das ist schon arg zum Teil, dann muss man die Bilder schon ordentlich quälen. Uranus, hier unten, mit 2,40 Meter Brennweite, hier oben, ich glaube mit einem 200er, als Übersichtsbild. Ganz nett, wenn man einen Planet hat und dann auch noch ein paar kleine Galaxien mit auf dem Bild sind, dann wirkt das ein bisschen so erfrischend. Bei Pluto wird es dann schon schwieriger. Jetzt können Sie natürlich sagen, der Kaiser kann uns ja viel erzählen und einfach an irgendein Pünktchen einen Strich ranmachen und Pluto dran schreiben. Aber anhand des Datums und anhand dieses Sterns hier können Sie jetzt in Ihrem Planetarium-Programm daheim nachprüfen und sagen, ah, das ist er. Wirklich. Ist auch schon sehr schwierig, den zu kriegen. Bei Dunst und so in Karlsruhe ganz schlecht. Zu unseren Bekanntenkreis im Bereich der Planeten gehören auch die Kometen, die ja den ganzen Raum der Planetenbahnen abdecken und zum Teil auch weit darüber hinausgehen, auf großen elliptischen Bahnen, manchmal auch auf Hyperbeln und uns nur einmal besuchen und dann irgendwo wieder hin verschwinden. Die Kometen sind ja sowas wie entgleiste Asteroiden zum Teil. Es gibt ja zwei Asteroidengürtel und die Kometen, die stammen aus dem inneren Asteroidengürtel und die uns auch zum Teil wirklich ganz übel gefährlich werden können, die stammen aus der Oortschen Wolke. Und der ist mit Sicherheit auch schon auf dem Weg, der uns irgendwann mal trifft. Deswegen werden die Asteroiden auch heftig überprüft. Also es gibt ein weltumspannendes Asteroidenüberwachungssystem, das zumindest mal die großen Brocken fest im Blick hat. Die Dinger heißen NEOs, also Near Earth Objects, oder Erdbeinkreuzer. Und Erdbeinkreuzer sind immer, es hört sich nicht angenehm an, also die kommen uns schon ordentlich nahe. Der hier macht uns überhaupt keine Probleme. Das ist der Giacobini-Zinner mit dem 200 mm. Hier mit 1,60 Meter Brennweite aufgenommen. Beide Bilder sind identisch. Dieses Bild auf die Sterne entwickelt, dieses Bild auf den Komet entwickelt. Da sieht man in der Zeit, also 110 mal 60 Sekunden, also 110 Minuten, wie weit er weitergezogen ist. Und hier sieht man dann, wie weit die Sterne weitergezogen sind. Aber man hat natürlich vom Komet hier ein bisschen Gasschweif, ein bisschen Staubschweif vielleicht. Und das hier, deswegen habe ich das Bild jetzt hier auch genommen, weil es so schön ist, ist der Möwennebel links unten oder astronomisch richtig gesagt, östlich vom Orion unten, etwas tiefer gelegen. Ein anderer Komet, Virtanen, hat uns letztes Jahr auch Spaß gemacht. Hier bei den Plejaden. Iwamoto war auch ein netter, ausreichend hell, um ordentlich was abzubilden. Wobei ich sagen muss, alle Kometen des letzten Jahres waren deswegen nicht ganz so toll, weil sie keine schönen Schweife entwickelt haben. Ne? Also für einen Astrophysiker ist es ja wurscht, ob ein Kometen Schweif entwickelt oder nicht. Der will ja was anderes wissen. Der möchte gerne die Zusammensetzung und so weiter. Aber für uns als Astrofotografen, wir haben natürlich auch immer so ein kleines ästhetisches Faible und möchten eigentlich
dass das Bild nachher auch toll aussieht. Und zu einem Komet gehört einfach ein Schweif. Das weiß man, seit man mit drei Jahren zum ersten Mal die Weihnachtskrippe gesehen hat. Und da oben drüber hing ein Komet und der hat einen Schweif. Zack, fertig. Also, ein Komet hat einen Schweif zu haben. Wenn ein Komet keinen Schweif hat, ist es auch ein Komet, aber nicht ganz so toll. Jetzt machen wir eine kleine Tour durch unsere Milchstraße. Wir beginnen hier beim Orionnebel. Das unschwer zu erkennen, das Sternbild des Orion mit Beteigeuse und Riegel hier unten. Wir fangen hier an, Orionnebel, dann kommt der Running Man. Dann gehen wir hier hoch zum Pferdekopfnebel, flammender, Flammennebel. Und hier weiter oben Kaspar, der freundliche Geist. Also die Namen sind auch immer ganz lustig, stammen nicht von mir. Das Sternbild als solches ist deswegen schon mal spannend, weil die ganze Region des Orion in der Milchstraße durch diese gigantischen Gasnebel durchzogen wird. Der Orionnebel ist auch nur ein Teil von dieser riesigen Molekülwolke, die hier oben sozusagen in einem Kopf endet. Und man vermutet, in Anführungszeichen, dass vor vielen, 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 sehr vielen Jahren diese Wolke ein Tick heller war wie heute. Und da die Lichtverschmutzung in der Steinzeit nicht ganz so hoch war wie heute, die Leute damals, vor allem in den Wüstenregionen, in guter, trockener Luft, möglicherweise diesen rötlichen Schimmer gesehen haben. Und deswegen diesem Sternbild hier auch diesen Kopf, nämlich das sind die Schultersterne des Orion, diesen Kopf gegeben haben. Eine kleine Übersicht, Orionnebel, Running Man, mit einem relativ günstigen, wie vorhin auch schon gesagt, Teleskop, Presser AR-102. Der Orionnebel als Ganzes, oder zumindest ein Teil davon, mehr passt nicht auf den Chip. Die vier Sternchen des Trapez kann man hier, sind schon aufgelöst, zumindest ansatzweise. Und diese Nebel sind Emissionsnebel, das heißt, sie leuchten durch den Druck der um sie in Entstehung befindlichen Sterne. Die Sterne strahlen die Nebel nicht an, sondern die Nebel entwickeln eine eigene Leuchtkraft durch den Strahlungsdruck der Sterne. Nicht durch das Licht, das darin gestreut wird, sondern durch gerade wenn Sterne neu entstehen, da Röntgenstrahlung, Ultraviolett und so weiter, in wahnsinnigen Massen. Und diese Veränderung der molekularen Struktur in den Nebeln sorgt dafür, dass sie von selbst anfangen zu leuchten. Also die kriegen Energie und die Atome springen auf ein anderes Energieniveau hoch und dadurch wird es hell. Also Bibel, erstes Kapitel, es werde Licht, genau an dem Punkt. Der Running Man, genauso, umgeben noch von ziemlich viel Schmutz und Dreck. In der Mitte schon einiges freigeblasen durch den Strahlungsdruck. Da kann man schon ein bisschen hineingucken in den Nebel. Der Pferdekopfnebel und der Flammennebel. Das hier ist übrigens der erste Stern des Gürtels vom Orion auf der östlichen Seite, also links. Das ist auch, gehört auch zu diesem Nebel, zu dieser nebulösen Angelegenheit, aber der hat einen eigenen Namen, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Hier nochmal der Pferdekopfnebel, etwas herausgearbeitet mit einer anderen Brennweite. Zuerst habe ich gedacht, das sind irgendwelche Gradienten hier, aber dann habe ich mal geguckt, auf den Profiaufnahmen sind auch solche Strahlen im Bild. Da muss also irgendwie die Materie von irgendwas angetrieben sein, dass sie so ausstrahlt, irgendwo Druck herbekommen. Der Flammennebel. Und jetzt der freundliche Geist. Ich weiß nicht, warum er so heißt, aber es ist ein bisschen ein zickiger Kollege, der macht es einem nicht leicht in der Aufnahme.
Sehr viel Belichtungszeit ist nötig, also wenn man die Zeit hat, entweder ist ja im Winter meistens, man kann früh anfangen zu belichten und spät aufhören, wenn das Wetter mitspielt, was hier selten der Fall ist. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Stunden. Auch hier ganz spannend, die Farbgebung in der Mitte, also so eine Art Durchbruch geschaffen worden. Drumherum noch sehr viel Schmutz und Staub und in der Mitte schon aufgeheiztes Gas durch die Sternentstehung. Jetzt das hier eine Supernova, kennen Sie wahrscheinlich alle, im Stier, ganz bekanntes Objekt. Auch relativ einfach zu fotografieren jetzt. Macht auch Spaß mit dem 200er Tele da mal reinzuhalten. Und der Irisnebel, auch ein Emissionsnebel, der durch dieses Sternchen hier angeregt wird, selbst zu leuchten. Man sieht also in der Milchstraße immer wieder auch diese dunkleren Strukturen. Ja, das ist so der Schmutz und der Staub, der übrig bleibt bei Sternentstehungsprozessen. Gase, die nicht weiter verwendet werden konnten, die sammeln sich dann irgendwo und verdunkeln den Durchblick auf die dahinterliegenden Regionen. Jetzt verlassen wir mal kurz die Milchstraße, düsen mal zu M64 im Komahaufen, dieser ganz große, große Bereich mit sehr vielen Galaxien im Bereich Jungfrau, Black-Eye-Galaxie wegen diesem dunkleren zentralen Teil, 24 Millionen Lichtjahre weg, 25 Millionen diese Galaxie im Löwe mit einer kleinen Begleitgalaxie, gehört dazu, so wie bei uns die Magellanschen Wolken sozusagen Begleiter sind von unserer Galaxie, haben viele andere Galaxien auch Begleitgalaxien, die sie irgendwann mal eingefangen haben und die vielleicht im Laufe der Zeit sich mal da irgendwie mit integrieren. Die Dreiecksgalaxie ist auch ein bisschen zickiges Mädchen. Die macht Schwierigkeiten, weil sie von ihrer Lichtverteilung her sehr diffus ist eigentlich. Also da muss man auch ordentlich arbeiten, um da ein bisschen was rauszuholen, auch viel Belichtungszeit investieren. Spannend und schön ist dieser Bereich hier. Das ist ein ganz großes Sternentstehungsgebiet innerhalb der Dreiecksgalaxie. Die Dreiecksgalaxie M33 südlich von M31 und M31 ist ja der Andromedanebel. Nicht weit unterhalb im Dreieck. Jetzt kommen noch zwei Bilder, die ein bisschen, also nicht gerade, wo man sagt, sie sind schön, also keine, sondern sie haben einen bestimmten Reiz auf eine andere Art und Weise. Das ist der E-Nebel, hat offiziell nicht diese Bezeichnung, gehört mit in die Dunkelwolken von Barnard, irgendwie eine SN-Nummer. Da sind in großem Stil diese abgelagerten Staub- und Gaswolken in der Milchstraße, die uns verhindern, durchzugucken, was liegt denn hinter dem dunklen, geheimnisvollen, schwarzen Bereich. Und Leo P. ist deswegen ein interessantes Objekt. Leo P. sitzt hier, oberhalb, hier auch nochmal in Schwarz-Weiß, invers. Das ist eine Galaxie, die noch nicht mal so weit weg ist, aber die sehr, sehr lichtschwach ist. Die ist deswegen so lichtschwach, sie besteht aus 100.000 Sternen. Unsere Galaxie besteht aus Milliarden von Sternen. Diese Galaxie besteht aus 100.000 Sternen. Die hat Pech gehabt. Da ist irgendwann mal in der Frühzeit ihres Daseins, hat die mal eine Kollision mit einer anderen Galaxie gehabt. Und auf großen Teleskopen kann man es noch nachweisen, da gibt es so einen Gezeitenschweif von Gasen.
der noch zum Teil rausguckt. Für mich nicht mehr darstellbar oder für Amateure kaum darstellbar, aber Großteleskope können das. Und dadurch, dass sie die Galaxie eigentlich innerlich auch ausmacht, die Füllung einer Galaxie, nicht nur die Sterne, sondern auch das diffuse Material, was auch leicht ist, rausgezogen wurde durch die Gravitation während des Vorbeiflugs, hat diese Galaxie sozusagen den Stoff verloren, ihren Brennstoff verloren, um sich zu erneuern. Was sie jetzt noch machen kann, ist, mit den paar Sternen, die sie noch hat, die irgendwann mal zerplatzen zu lassen. Das, was da ist, reicht nicht, um die Galaxie wieder richtig aufzubauen. Das sind viel, viel zu wenig Sterne. Das bisschen, was da vielleicht an Gasen noch entsteht durch Supernova oder so, reicht nicht, um diese Galaxie am Leben zu erhalten. Also auch da im Universum fressen und gefressen werden. Unsere Milchstraße frisst ja auch. Und entweder der Andromeda-Nebel oder unsere Milchstraße, weiß man noch nicht so richtig, wer hier jetzt wirklich wen frisst. Aber wir werden ja diese Kollision demnächst haben, also in astronomisch relativ überschaubarer Zeit. Für uns völlig unkritisch, aber astronomisch gesehen, werden sich die beiden Galaxien ja irgendwann mal durchdringen. Das werden wir wahrscheinlich nicht erleben, aber mit viel Glück könnten, wenn wir die Erde halbwegs erhalten, könnten wir es schaffen, zumindest dass unsere Nachfahren die Andromeda-Galaxie relativ groß am Himmel sehen. Das könnte vielleicht gelingen. Aber dann ist auch wirklich Schluss mit, dann macht unsere Sonne nicht mehr mit und ein paar andere Prozesse auch nicht. So, das ist die Software, mit der ich arbeite, unter anderem. Fitzwerk und Regime, mit dem Deep Sky Stargazer habe ich Probleme, oder er mit mir, wir mögen uns nicht. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Aber mit Fitzwerk und Regime komme ich relativ gut klar. Deep Sky Stargazer ist Deutsch, Fitzwerk ist Deutsch, Regime ist Englisch. Für die meisten sowieso heute kein Thema mehr. Planeten entwickelt man am besten über Autostargard, Geodo oder Registax. Ich benutze die beiden Programme nur zum Schärfen. MinJupos ist ein Programm zum Derotieren von Planeten, die sich sehr schnell drehen. Dann macht man einfach beim Jupiter zwei Minutensequenzen, macht man 5, 6 oder noch mehr Minuten, je zwei Minutensequenzen. Dann hat man 10 Blöcke oder 8 Blöcke oder 5 Blöcke, a 2 Minuten. Und die werden dann derotiert auf den mittleren. Und wenn das Bild nicht gut aussieht, kann man auch noch auf den vorhergehenden oder auf den nachherigen zurückrotieren, also die Rotation des Planeten zurückrechnen lassen. Und dann kriegt man relativ scharfe Aufnahmen. Und vor allem eine lange Belichtungszeit, ohne dass das Bild unscharf wird. Die Aufnahmesoftware ist das APT, finde ich super. Mit dem komme ich ganz gut klar. Das ist auch das Einzige, was man, wenn man will, 18 Euro zahlt. Es läuft auch, wenn man die 18 Euro nicht zahlt, mit bezahlten 18 Euro. Es werden noch ein paar Features freigeschaltet und vor allem, man kriegt noch ein Jahr lang ein Update. Capture ist für die Planeten ein ganz gutes Programm. SharpCap wird von vielen benutzt, ich nehme es nicht, weil ich finde es einfach super. Man kann sich, wenn man sich intensiver mit der Entwicklung von Astrofotos beschäftigen will, Tutorials von Günter Wegner unter anderem angucken. Es gibt noch andere Tutorials, aber der macht immer eine ganze Menge zu dem Thema. Die Batinov-Maske kann man sich selber basteln, die muss man nicht kaufen. Die kann man sich über den Batinov-Generator ausdrucken lassen, bis 20 cm Spiegel problemlos, 30 cm Spiegel muss man dann halt zwei Blätter zusammenkleben. Dann kann man die Schlitze schneiden, das auf einen Karton kleben und dann im Karton die Schlitze schneiden. Oder wenn man fürs Teleobjektiv, was einen relativ kleinen Durchmesser hat, auch eine Batinov-Maske möchte, und da sind die
sind die Streifen verdammt nah beieinander. Also das kriegt man, ohne die Nerven zu verlieren, so nicht mehr hin. Da kann man sich auch ausdrucken auf Folie. Es geht. Oder man kauft spezielle für Teleobjektiv und nur für dieses Teleobjektiv zugeschnittene Batinov-Masken. Planetarium-Software, Stellarium kennen viele, Cartusiel. Aladdin ist ein super Programm, um, wenn man irgendwelche Unklarheiten hat und man möchte nochmal nachgucken, was ist denn da wirklich am Himmel fotografiert worden von Profis. Das ist ein großer Profi-Atlas von der Uni Straßburg. Und was ich auch ganz toll finde, ist der virtuelle Mondatlas. Da kann man sich also auch wunderbar über den Mond informieren oder auch einfach mal einen Spaziergang über den Mond machen bei Schlechtwetter. GIMP und Photoshop, PS2, kostenfreier Download für alle, die irgendwas mal von Adobe gekauft haben, zum Beispiel den Reader oder der war mal dabei beim Kauf von einem PC. Und gut ist, kann man sich runterladen, kostenfrei. Bei Adobe Direct kriegt man auf der Homepage kriegt man den Schlüssel, um es freizuschalten. DCRAW-DLL ist eine relativ wichtige Datei zum Einlesen in unterschiedlichen Programmen, Fitzwerk zum Beispiel, aber auch Regime, nämlich die DCRAW-DLL. Die gibt es auch für Linux und wer Pentax hat und Programme mit oder eine Kamera mit Pixel Shift, gibt es jetzt neuerdings diese Entwicklerdatei auch für diese Kameras. Ohne der DCRAW können die Programme keine Rohdaten von unseren DSLRs lesen. Deswegen muss die irgendwo im Pfad mit drin sein. Die kann man sich zum Beispiel von der Homepage bei Fitzwerk runterladen. Die wird auch immer aktualisiert auf die neuesten Kameras. Das war's. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Mut gemacht, den Foto nicht nur für das tolle Bergpanorama zu verwenden, sondern vielleicht auch mal an den Himmel zu halten und mit den Bildern daheim ein bisschen zu experimentieren. Vielen Dank, Harald, für den Vortrag. Jetzt stelle ich mir vor, dass es noch einige Fragen gibt.